Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Unwürdige Zustände sind in der Fleischindustrie, wie übrigens in allen Beschäftigungsverhältnissen, nicht hinnehmbar. Wir dulden keine schwarzen Schafe. Allerdings ist dieses Thema, Frau Kollegin Mediatli, auch nicht geeignet, in dieser Form billigster Parteipolitik aufzutreten, wie dies Sie gerade eben gemacht haben. Schleswig-Holstein handelt seit Jahren. Ihr Problem ist vielleicht, dass Sie seit einiger Zeit an Sitzungen des Sozialausschusses nicht mehr teilnehmen. So kann ich zumindest Ihr Informationsdefizit schon nachvollziehen. Wir handeln seit Jahren. Wir haben seit Mai Kontrollen mehr als 200 und sie sind abgearbeitet und die betreffenden Unternehmen arbeiten mit. Und Anstand wäre es gewesen, Frau Kollegin, dies anzuerkennen, als so eine billige Rede hier zu halten. Und, meine Damen und Herren, der Sozialminister, die Landesregierung haben dafür ein Lob verdient. Und Sie haben dieses Lob übrigens auch dafür verdient, dass wir nicht nur nicht ausruhen, sondern weitermachen mit dieser Überwachung, sondern auch auf der Sozial- und Arbeitsministerkonferenz im November 2019 den entscheidenden Impuls gegeben hat, damit der Bund und der Heil endlich mal in die Hufe gekommen sind. Das ist der Punkt, um den wir uns tatsächlich unterhalten haben. Und das ist ja bezeichnend, dass Ihr Antrag zu Schleswig-Holstein kein Wort sagt. Ich habe lange nicht mehr eine Rede gehört in diesem Haus, die so weit weg von Schleswig-Holstein war wie Ihre. Kein Wort zu Schleswig-Holstein, sondern nur die Aufforderung an den Bund. Sie regieren noch in Berlin mit. Bringen Sie Ihren Minister und Berlin auf Trab. Da sind Sie richtig, aber doch nicht bei uns hier die Vorwürfe machen. Meine Damen und Herren, die Rede doch gehört haben, bevor Sie sie kritisieren. Was ist wichtig in dieser Frage? Dass der Antrag wieder auf die Tagesordnung kommt, das ist wichtig. Also, wissen Sie, jeder Minister, jeder Teil einer Koalition kann jedes Thema jederzeit auf die Tagesordnung sehen, wenn man es wirklich für wichtig ansieht. Das ist doch wohl der Punkt in der ganzen Angelegenheit. Wenn man es wirklich für wichtig ansieht, und Sie wissen natürlich genau, dass eine Initiative, die schon von 2019 kommt und wir haben bald 2021, eine schon jetzt verdammt lange Zeit ist. Das müssen Sie doch einfach mal zur Kenntnis nehmen. Was ist wichtig, meine Damen und Herren? Erstens, Arbeitnehmer aus dem Ausland besonders zu schützen, auch in der Sprache zu helfen. Zweitens, bei der Wohnungssuche zu helfen, auch bei einem angemessenen Wohnraum, wobei manche natürlich auch sagt, aus dem Ausland kommen, ich will einfach nur Geld zur Hauptsache verdienen. Das muss man schon mitsehen. Drittens, die korrekte Arbeitszeit sicherzustellen über die Zeiterfassung. Viertens, den Gesundheitsschutz sicherzustellen. Abstand, Zeit, Hygiene. Auch das Busfahren war ein Punkt, den wir damals in Bad Barmstedt als einen wesentlichen Punkt erkannt haben. Und dann kommt es darauf an, mit den Instrumenten sorgsam umzugehen. Leiharbeit darf natürlich kein Dauerarbeitsverhältnis sein. Aber wo es nötig ist, Arbeitsspitzen abzubauen, können wir dies doch nicht pauschal verbieten. Wir sehen es im Augenblick bei der Schweineschlachtung. Wir haben große Probleme. Die Landwirte und ihre Familien machen sich große Sorgen, weil wir hier nicht genügend Kapazitäten haben. Und deswegen müssen wir ganz genau überlegen, mit welchen Instrumentarien wir arbeiten und gegebenenfalls auch differenziert vorgehen, meine Damen und Herren. Und lassen Sie mich, da wir ja auch Anhörungen gemacht haben, ich glaube, auch da waren Sie nicht zu sehen, lassen Sie mich noch einen weiteren Punkt sagen. Wir sprechen hier über Fleischindustrie, die es zur Hauptsache in unserem Bundesland in der Größenordnung sowieso nicht gibt. Und ich möchte ausdrücklich hier sagen, ja, Sie waren ja auch nirgendwo dabei, ich möchte hier ausdrücklich hier sagen, meine Damen und Herren, wenn wir über diese Probleme sprechen, dann sprechen wir nicht in aller Regel über klein- und mittelständische Betriebe. Das Handwerk bei uns im Lande macht auch in dieser Branche eine ausgesprochen gute und sorgsame Arbeit. Auch das möchte ich hier ausdrücklich festhalten. Lassen Sie mich zusammenfassend sagen, wir wollen menschenwürdige Arbeitsverhältnisse. Das ist überhaupt keine Frage und dazu zählt für uns
ausdrücklich auch die Wohnung und wir werden genau schauen, dass dieses auch eingehalten wird. Wir haben in Schleswig-Holstein, Gottlob, nicht die größten Ordnung von Missständen, wie das woanders der Fall gewesen ist. Und dafür tragen wir auch durch die hausgemacht gute Arbeit, vor allen Dingen aus von Seiten des Sozialministers, ein Stück mit Verantwortung. Und, meine Damen und Herren, machen Sie in Berlin, auch in Ihrer Eichner Partei, die Initiativen stärker, die nötig sind. Schleswig-Holstein zeigt, wie es geht.